Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Warframe und wir machen jetzt die letzte Mission. Stell dich Captain Vor! Attentat auf Captain Vor! Und das machen wir jetzt auch. Ach, wobei, nein, nein. Doch, Solo. Ja, Solo ist in Ordnung. Solo ist in Ordnung. Ich möchte den Solo machen. Weil Gründe. Aus Gründen möchte ich das alleine machen. Ja, so. Und während wir jetzt hier. Ach, wunderbar. Sind wir schon direkt bei Merkur? Finde ich schon mal toll. Also irgendwo vor, irgendwo außerhalb von Merkur, ne? Auf Merkur direkt sind wir natürlich nicht. Sondern auf einem Schiff. Oder? Ne, wir sind doch auf Merkur. Ich weiß es nicht. Das ist eine Chance. Wo wurden seine Elitewachen entzogen? Er ist verwundbar. Schalte ihn aus. Gut, ich werde mich jetzt diesmal vielleicht ein bisschen weniger mit. This is our chance. Vor has been stripped of his elite guard. He is vulnerable. Take him out. Ja, wunderbar. Also wir werden uns, ich werde mich vielleicht diesmal ein bisschen weniger mit Looten aufhalten. Ich weiß, dass es hier bei Vor interessanten, Moment, nochmal von vorne. Ich weiß, dass Vor interessanten Stuff fallen lassen kann. Ah lol, ich muss mich ducken, um Stealth Kills. Ne, muss ich nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir wurden gesehen. Oder? Wollen wir? Wollen wir nicht? Weiß ich nicht. Auf alle Fälle, ja, wie gesagt, Vor lässt, glaube ich, Blaupausenteile oder gleich Teile für eine Pistole, glaube ich, fallen. Ich liebe es, Leute, die näher zu schießen. Nein, ich bin nicht gewalttätig, Mensch. Hört doch mal auf, das zu denken. Erzählt mir nicht, ihr habt das nicht gedacht. Ihr habt das ganz bestimmt gedacht. Ich kenne euch doch. Oh. Zum Hellstamm hätten wir dieses System formen können. Wir hätten die Grenier unser machen können. Ja, das ist wieder so richtig typisch. Das ist halt wieder so die typischen Worte eines gleich besiegten Bösewichts. Zusammen hätten wir was machen können. Ist ein bisschen klischeehaft, muss ich sagen. Finde ich jedenfalls. Weil im Grunde wird sowas ja ständig gesagt, oder? Oder sowas sahen die doch immer. Zusammen, ich wollte nur mit dir zusammenarbeiten. Ich wollte dich nicht töten. Ich wollte dich nicht schlachten und dann ausbluten lassen wie ein Schwein. Was du mich blutlos machen wollte. Nein. Ich wollte mit dir zusammen die Galaxie formen. Aber da du das nicht wolltest. Oh, okay. Das war jetzt doof. Da du das aber nicht wolltest. Naja, sei selber schuld, würde ich sagen. Jetzt bist du halt daran schuld, dass alles kaputt geht. Also im Grunde, du bist böse. Standard. Aber jetzt wüsste ich mal gerne mal, wo muss ich denn verdammt nochmal hin? Das ist ja wohl ein Witz. Ach, muss ich hier hoch, oder was? Nee, hä? Wie jetzt? Warte mal, ich geh jetzt mal hier hoch. Ich glaube, hier musste ich nicht hin. Wo muss ich denn hin? Wow, ich habe einen Lagercontainer gefunden gehabt. Okay, ich glaube, mit diesem. Ja, mit der Minimap komme ich schon eher klar. Also, irgendwo muss ich jetzt da hin, oder nicht? Das ist ja wohl nicht wahr, da bin ich echt zu. Ich bin, glaube ich, gerade echt zu inkompetent. War echt zu inkompetent, den Weg zu finden. Sorry, Leute. Tut mir leid. Aber jetzt wird's besser. Ich werde dich niederstrecken wie ein tollwütigen Kubro. Kubros sind die Hundersatze. Hundersatze, ja genau. Die Hundeersätze hier. Oder ist der Hundersatz in diesem Spiel. Hund war wahrscheinlich, also das Wort Hund einzubauen wäre zu langweilig gewesen, deswegen hat man sie halt Kubro genannt. Oh ja, inkompetente Schildträger, die sind schon ein bisschen. Die sind schon ein bisschen engstirnig. Also, die sehen nicht so viel.
gerade nicht einer aus dem Fenster gesprungen? Könnte man sagen. Nein! Nein! Oh, das war ein Witz. Die Nachladegeschwindigkeit ist echt ziemlich für den Arsch. Na, no, jetzt geht das. Jetzt geht das. So wie wir schon im allerersten Part gesehen haben. Ah, ich glaube, jetzt sind wir bei Vor. Ist klar. Genau, jetzt sind wir hier bei Vor. Wir können allerdings ihn, glaube ich, nicht stealth killen. Oder auch seine Leute nicht stealth killen. Ah, da ist er. Okay, ja, schade, dass er gerade nichts sagt. Das ist ein bisschen doof. Stärke den Grenier. Ja, das ist ein bisschen doof gerade. Ich weiß gerade nicht, wieso das nicht funktioniert. Tut mir leid. Ist egal. Auf jeden Fall, der Kampf wird trotzdem sehr interessant werden. For my queens. So, er macht im Grunde nicht viel Schaden. Er kann sich bloß halt teleportieren, was ihn ein bisschen ärgern macht. Und jetzt haben wir ihn quasi getötet, aber auch nicht wirklich. Ja, er kann sich halt ein bisschen rumtelefonieren, jetzt macht ein bisschen Nerv töten. Aber das ist eigentlich das Einzige, was er wirklich kann. Genau, den musst du jetzt halt eben, den muss man halt eben mehrfach umbringen und ich krieg gerade übelst Schaden. Okay, ich habe gerade kein Schild mehr. Cool, okay, also der Ascaris-Detonator, der hat sich gerade aufgelöst. Nice, so, kann ich jetzt noch irgendwas von ihm einsammeln? Ein bisschen Energie und Gesundheit, achso, ja genau, ich krieg... Nein, ich hab mich getroffen. Oh, hier ist noch ein Mod. Okay, ich glaube, der Einfachheit verpiss ich mich, weil ich habe gerade echt ein bisschen Probleme. Scheiße. Oh, da hat's mich zerfickt. War ein bisschen warm, bitter. Aber ich kann mich dann wieder beleben lassen. Also alles safe. Ja, ich weiß, ich bin ziemlich nubig, das muss ich schon zugeben. Ich glaube, ihr hättet das mit Sicherheit alles hier locker alleine ohne zu sterben geschafft, aber ich glaub's auch nicht. Ist halt so. Ist egal. So, dann verpissen wir uns mal, glaube ich, eine Runde. Ne? Ah, nö. Ah, ihr habt keinen Bock, euch zu töten, Alter. Das ist mir zu anstrengend. Das ist mir zu anstrengend. Okay, dann... Na los. Dann haben wir jetzt die Jagd nach Vor endlich beendet und... Ah, ja, alles klar. Alles klar, jetzt muss ich das hier machen. Alles klar, fertig. Override successful. Jetzt können wir weitergehen. Okay, macht hier ein bisschen Schaden an mir und deswegen werde ich jetzt... Wow, wow! Okay, dieser Grafikbug war gerade nicht schön. Ja, sehr schön. Ein paar Leute weniger. Oh, ist das schön. So, und jetzt werden wir uns nach... Warte mal, hä, muss ich hin? Wo muss ich hin, oder? Ja, genau, hier durch. Oh, aber warte, hier sind noch Spinnen, die werde ich mir erstmal looten. Das ist das Wichtigste. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon fast da, oder? Ne, sind wir nicht.
Oh, Mist, wir sind noch nicht da. Hallo? Ja, Spit öffnen und Spit öffnen und. Oh, nein, Spit öffnen. Und achso, halt, hier geht's lang. Hab ich jetzt vergessen, hab ich ganz übersehen, wo wir lang müssen. Und da sind wir. Ah! Nein, nein! Jawoll! Und ich springe natürlich in den Ventilator. Also, es ist ja heute warm. Aber so warm ist es noch wieder nicht. Hui! So, fertig! Juhu! Wir haben ein paar Mods bekommen. Wir haben zwei Venus-Navigationsmodule und ein Mars-Navigationsmodul bekommen. Wir werden dieses überflüssige Venus-Navigationsmodul niemals verkaufen können. Aber okay. Und dadurch, dass wir jetzt War gerade gefickt haben, in seinen kleinen, engen Anus. You've done it, Tenno. Vor's Ascaris is gone. Genau, bin ich jetzt frei. Und ich kann jetzt ein Segment installieren. Genau, das Ursprungssystem ist. Vor was just a part of the Grineer machine. And we have seen that the Corpus have begun amassing weapons of their own. It is a dangerous time. Ja, a dangerous time, natürlich. So, wir sehen, wir haben jetzt hier die unglaubliche Auswahl zwischen Erde, Merkur und Venus. Ich habe einen. We will be at your side. Oh. There will be others too. It is time for the Tenno to return. So, what mission will you do next? What mission do you do next? Ja, weiß ich noch nicht genau. Also erstmal gucken wir uns erstmal hier den Posteingang durch. Die neue Mission, Tenno. Nun, da du dich vor Vor und dem Einfluss seiner Ascaris befreit hast, hast du eine neue Bestimmung. Ich werde dich führen, doch du bist dein eigener Herr. Der Krieger entscheidet, welche Schlachten er schlagen will. Schön wär's. Erlaube mir, dir einen Vorschlag zu machen. Suche andere Mitstreiter für deine Sache. Tenno sind effektiver, wenn sie zusammenarbeiten. Absolviere Missionen und Alarmierungen auf der Sternenkarte, um neue Wege und Areale freizuschalten. Nutze die Credits, die du in den Kämpfen verdienst, wie auch immer, um im Markt Blaupausen zu kaufen und sammle dann Ressourcen, um diese Gegenstände in deiner Schmiede herzustellen. Passe deine Waffen und Warframes mit Hilfe der Modstation deinen Ansprüchen an. Verschiedene Gegner sind anfällig gegenüber verschiedenen Mod-Kombinationen. Experimentiere und finde dabei die effektivsten Loadouts. Sei stets wachsam, Tenno. Die Grineer und Corpus sind unermüdlich und du allein stehst zwischen ihnen und ihrer absoluten Herrschaft über das Ursprungssystem. Ich zähle auf dich, Tenno. Die Lotus. Genau, damit sind wir jetzt hier im Grunde. Jawohl. Dankeschön. Das ist Captain Vor, den hat ja sogar in der allerersten Folge im allerersten Login-Screen gesehen, praktischerweise. Das heißt, ihr kennt ihn schon. Das hier ist ein Void-Schlüssel, ein altes Urukin-Artefakt und genau. Ich habe jetzt keine Belohnung bekommen, aber dafür bin ich jetzt wenigstens frei und fertig und kann tun, was ich will. Und da fliegt gerade ein Grineer-Schiff an uns vorbei. Und sieht irgendwie aus, als würde es uns fast rammen. Schick. So, damit sind wir jetzt erst einmal hiermit fertig. Wir können jetzt quasi machen, was wir wollen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Finde ich. Oh, wir können jetzt hier unsere eigenen Mods alles mögliche machen. Suits you. Okay, sorry. Ich kenne seine Sprüche auswendig. Weil er sie so, weil er damit so um sich haut, das ist sagenhaft. Genau, so, achso, können wir, oh, wir haben die Möglichkeit, im Rang aufzusteigen. Und ich glaube, das werde ich jetzt nochmal so als Abschluss. Oder werde ich das nicht als Abschluss, oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht? Nee, okay, wir machen das jetzt, okay, so, wir machen jetzt das folgendermaßen. Lausche aufgesperrt, Leute. Wir machen das jetzt so, wir haben definitiv noch weitere Quests, nämlich einmal erwacht, ja.
aktive Quest einmal erwacht. Ich weiß gar nicht, was wir da machen müssen. Das werde ich nur mal ganz kurz vorlesen. Beunruhigende Nachrichten, Tenno. Wir konnten ein verstörendes Grenier-Kommuniqué abfangen und teilweise entschlüsseln. Ein Grenier-Wissenschaftler namens Tengus behauptet, eine neue Art von Biowaffe entdeckt zu haben. Wir haben kaum Details, aber die Nachricht wurde von M-Prime ausgesendet. Du musst dich dorthin begeben und das untersuchen. Alles klar. Dann wissen wir schon mal, was wir in der nächsten Folge machen. Wir gehen auf Merkur hier zu M-Prime und werden spionieren. Oh ja, alles klar. Genau, und bis dahin... Also damit, das war jetzt erstmal so die grundsätzliche Kampagne. Haben jetzt erstmal die Einleitung quasi gespielt. Es gibt noch viel mehr. Also wir werden jetzt hier dieses einmal erwacht machen, auf jeden Fall. Definitiv. Machen wir einmal erwacht. Und danach werden wir mal gucken müssen. Danach ist, glaube ich, noch... Also es gibt auf jeden Fall noch eine Kampagnenquest, sage ich mal, zum Arkwing. Es gibt noch eine Mission zum Kubro. Die beiden werden wir auf jeden Fall machen. Und bis dahin danach... ja, ich weiß gar nicht. Also es werden, keine Ahnung, wie lange wir da brauchen werden für die Missionen, keine Ahnung. Also auf 10 Let's Plays insgesamt kommen wir, denke ich, auf jeden Fall. Alles Weitere werden wir sehen müssen. Das werdet ihr auch sehen dann. Und, jo, genau. Danach werden wir, nachdem ich mit Volt soweit bin, wie ich eigentlich schon vorher war, werden wir umsteigen. Das wird natürlich ein bisschen, es wird ein kleiner Umschwung, wird eine kräftige Veränderung eigentlich werden. Denn mit Mark bin ich doch ein bisschen weiter als mit Volt. Das wird ein bisschen anders aussehen alles. Es gibt ganz viel, gibt dann ganz, ganz viele andere, ja, spezielle Modifikationen, mit denen ich dann zocken kann und so weiter und so fort. Das werdet ihr alles sehen. Freue ich mich auch schon ganz, ganz doll drauf. Aber davor werden wir jetzt erstmal in der nächsten Folge, werden wir im Rang aufsteigen. Danach werden wir diese Biowaffe untersuchen und danach werden wir schauen, was wir tun. Und bis dahin sage ich erstmal ciao. Und man fliegt da. Warte. Das sieht lustig aus. Also es sind auf jeden Fall Grenier, die hier sind. Ja, sieht man direkt. Genau. Also, bis dahin, haut rein. Ich sag erstmal ciao. Wie gesagt, macht's gut. Lasst ein paar Kommentare da. Ich denke, in der Zwischenzeit, bis ich das nächste Mal aufnehme, werde ich auch die ersten Kommentare lesen können, falls ihr nämlich schreiben solltet. Teilt unbedingt die 5-6 Videos, die wir jetzt gemacht haben. Teilt die unbedingt, damit ja, ich weiß, ob ich scheiße bin oder nicht. Ob ich das gefällt oder ob ich scheiße bin und ob ich weiterhören soll. Und ob ihr irgendwelche Anregungen habt. Also schreibt alles rein, sagt mir alles, was ihr wollt. Und genau. Außer bitte Werbung für irgendwelche, was weiß ich, hatte ich letztes Mal. Muss nicht sein. Mag ich nicht. Nervt. Genau, haut rein, macht's gut. Ich hör jetzt auf zu labern und geht's was essen. Ciao, Leute.